Zentraler Stoß. Wir betrachten zwei kleine Körper, die wir natürlich für die Kinetik als Massenpunkte annehmen, mit den Massen M1, M2. Und wir betrachten beim zentralen Stoß, dass die zwei Körper sich nur bewegen in der Verbindung linearer Schwerpunkte. Also die Bewegung erfolge in der Verbindung linearer Schwerpunkte. Und auch die Stoßkraft soll in dieser Verbindungslinie liegen. Die Stoßkraft liegt auch dort, das heißt, die beiden Körper bewegen sich so vor dem Stoß. Sie sehen, das ist der M2, der M1, das ist ihre Verbindungslinie der Schwerpunkte. So. Und sie haben Geschwindigkeiten vor dem Stoß, vielleicht so eingezeichnet, das ist die V1. Und das ist die Geschwindigkeit V2. Das ist eine schlechte Farbe, aber M1, M2. Es ist klar, V1 ist größer als V2. Und auf diese Weise trifft er dann auf den Zweier. Und der Kontaktpunkt liegt auf der Verbindungslinie. Kontaktpunkt, das ist auch, das kann natürlich irgendwie schief sein, also können wir gleich drehen rein. Kontaktpunkt auf Verbindungslinie. Und auch die Kraft, die Stoßkraft. Und dann nehmen wir an, dass in der Verbindungslinie liegt. Geschwindigkeiten vorher. Sind V1 und V2. Die Geschwindigkeiten nachher nennen wir vielleicht U, glaube ich. Nein, nachher W1 und W2. Und im Augenblick der größten Annäherung, wo also die Kompression am größten ist, nennen wir das die gemeinsame Geschwindigkeit. Und die nennen wir mit U. Also das sind einmal die Buchstaben, die wir da einführen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das wieder an, in diesem Ablauf, dass wir nämlich schon erster Kontakt, T gleich 0, die zwei Kugeln berühren sich gerade. Dann für t größer 0 verformen sie sich ein bisschen. Für tm ist die Verformung am größten. Das sollte alles immer ein bisschen weiter nach rechts gehen. Und das ist die erste Periode. Die Kraft, die hier auftritt, das ist die Kontaktkraft, die hier auf den rechten und auf den linken gleich groß wirkt. Und wenn man das formuliert, dann sagen wir, das ist unser Körper M1, das ist M2, da hier hat er die Geschwindigkeit V1, der hat die Geschwindigkeit V2, das ist die Koordinate x1,
mit der sich der bewegt, und das ist die Koordinate x2. Dann kann ich sagen, m1 x1 2 Punkt, und Sie sehen, dann steht da hier, wenn das das F ist, die innere Kraft, die Kontaktkraft, die einmal nach links, einmal nach rechts wirkt. Dann steht hier minus F. x1 ist die Bewegung, die Koordinate vom Schwerpunkt, und die Kraft wirkt dagegen. Die Koordinate ist x2 von irgendwo gemessen. Also wenn ich da sage m2 x2 2 Punkt, dann steht da plus f. Jetzt wird über die Zeit integriert. Das heißt, ich integriere jetzt von 0 bis tm. Im Augenblick tm haben die beiden, haben wir gesagt, dieselbe Geschwindigkeit. Der hat die Geschwindigkeit u und der hat die Geschwindigkeit u. Dieses u muss natürlich kleiner als v1 und größer als v2 sein, nicht? Aber dadurch ist der Zeitpunkt der m charakterisiert. Gemeinsame Geschwindigkeit ist u. Und wenn ich jetzt integriere von 0 bis tm, dann folgt aus der Gleichung hier m1 die Änderung des Impulses. Impulsende bei tm, das ist die Geschwindigkeit u, minus Geschwindigkeit am Anfang v1. Das Integral von x2 Punkt ist das x Punkt. Und das x Punkt am Ende bei tm ist das u, minus das x Punkt am Anfang, das war das v1. Und das muss gleich sein dem Zeitintegral S1, fdt. Und diese Integration gibt m2. Am Ende ist die Geschwindigkeit u, am Anfang war sie v2, und das muss aber sein plus S1. Also das ist die Kompression. Periode. Bei der Restitutionsperiode sagen wir, das geht jetzt da unten weiter, für t größer tm wird das wieder ein bisschen kleiner, die Verformung, und für t gleich am Ende, da trennen sie sich. Es bleibt ein bisschen eine Verformung zurück, aber im Grunde fahren sie jetzt weg. Und zwar haben sie folgende Geschwindigkeit. Ich lasse das die Tintenfarbe, sagen wir blau. Dann ist das die Geschwindigkeit W2 und das die Geschwindigkeit W1. Also in der Restitutionsperiode genau dieselben Gleichungen natürlich. mx1,2 Punkt von tm, tm bis te. Die Kompressionsperiode von 0 bis tm. Das ist die Kompression gewesen. Und das heißt jetzt m1. Impulsende der Bewegung ist W1, Impulsanfang ist U. Also W1 minus U ist gleich, und die Kraft wirkt ja auch da wieder als F, hier antreibend, hier bremsend. Also beim M1er muss es minus sein, minus S2, und beim Zweier Impuls nachher W2, gemeinsam war U, ist gleich plus S2. Das sind jetzt vier Gleichungen für, nehme ich an, fünf Unbekannte, nämlich U
W1, W2, S1, S2. Und die fünfte Gleichung ist die Stoßhypothese. Nämlich, dass wir das S2 gleich Epsilon S1 setzen. Jetzt haben wir fünf Gleichungen für fünf Unbekannte. Wir können es jetzt auch nummerieren. Nehmen wir das 1, 2, 3, 4, 5. Man sieht eines sofort aus. 1 plus 2, wenn man die beiden addiert, dann steht hier rechts minus S1 plus S1. Und das fällt heraus, nicht? Also M1 U minus V1 plus M2 U minus V2 ist gleich minus S1 plus S1 ist 0. Und wenn man das jetzt ein bisschen sortiert, dann steht ja M1 plus M2 mal U ist gleich M1 V1 plus M2 V2. Das ist genau der Impulserhaltungssatz, der sagt aus, am Ende der ersten Stoßperiode, wo beide Körper gleiche Geschwindigkeit haben, ist der Impuls Summe der Massen mal U. Weil ja beide dieselbe Geschwindigkeit haben. Am Anfang war es M1 V1 plus M2 V2, der Impuls in Richtung der Bewegung. Das ist die Impulserhaltung. Und die gestattet uns jetzt, sofort die gemeinsame Geschwindigkeit auszurechnen. Also daraus folgt, dass U, die einzige Unbekannte ist U, ist gleich M1 V1 plus M2 V2 durch Summe der Massen. Das ist die gemeinsame Geschwindigkeit. Und wenn ich die gemeinsame Geschwindigkeit kenne, kenne ich natürlich auch das S1. Das S1 ist der Stoßimpuls. Ich weiß nicht, ob ich den da irgendwo hingeschrieben habe, aber es macht nichts, ich rechne ihn vielleicht trotzdem aus. Ja. Der S1 ist dann eben U minus V1. Ich weiß nicht, ob das schön ausschaut. Lass uns mich einmal. Naja. Ich mache es so, ich rechne den Impuls S1 aus, und zwar, vielleicht brauche ich da ein bisschen mehr. Platz S1 ist gleich, vielleicht aus der ersten Gleichung, dann steht M1 dividiert durch M1 plus M2. Und dann mache ich eine Klammer, dann habe ich von dem U das rauskommen, dann steht da V1, S1 ist V1, minus U. Und vom U weiß ich jetzt nicht recht, oh Gott. Na, irgendwie gefällt mir das jetzt nicht. Achso, nein, das M1 ist ja raus, das passt schon. Ich muss irgendwas anders machen, das ist. Nein, ich kann das stehen lassen, steht schon da. Aber ich muss ja da jetzt mal M1 plus M2 schreiben, nicht? Dann habe ich da das V1. Sehen Sie das? So, was ist der? Aha, der funkt jetzt. Der funkt jetzt irgendwie dazwischen. Sie sehen, dann habe ich das M1 plus M2 wieder zu kürzen, dann steht M1 V1, das steht da, nicht? Minus dem U, das ist M1 V1 plus M2 V2
Und jetzt vermute ich, dass es so richtig wird. M1-V1 geht weg, M2, es steht jetzt tatsächlich sehr symmetrisch, M1 mal M2 durch M1 plus M2 mal, und da steht die Differenz der Geschwindigkeiten V1 minus V2. So. Oh Gott, und jetzt muss ich die nächste Seite. Unser Ziel ist ja, die Endgeschwindigkeiten auszurechnen. Und damit kann ich aus der Gleichung. Ja, ja. Ich muss mir das erst überlegen, wo ich das habe. Das habe ich da gar nicht aufgeschrieben. Naja, Sie sehen, das alles habe ich gar nicht ausgerechnet. Macht nichts. Ich gehe jetzt zu der Gleichung und rechne aus der Nummer 3 das W1, die Geschwindigkeit des stoßenden Körpers nach dem Stoß. Wir sehen, W1 ist dann U minus S2 durch M1. Dann heißt das Geschwindigkeit nach dem Stoß. W1 ist gleich, habe ich gesagt. Irgendwie W1, ich muss sowieso wieder zurückgehen. Ich habe gesagt, W1 ist U minus S2. Und so bleibe U minus S2 durch M1 ist gleich U minus Epsilon S1 durch M1. S1 ist M1 U minus V1. Wenn ich das da einsetze, ja, dann habe ich ein gemeinsames U. Minus Epsilon S1 durch M aus der Gleichung 1. Wenn Sie da nachschauen, müsste ich da schreiben, V1 minus U. Mit Minus oder? Ja, genau, weil Minus S1 ist M1 und U minus V1 ist da das Minus. V1 minus U, so muss es stehen. Und ich glaube, so tun wir viel leichter, wenn man das macht, weil jetzt steht da, weiß auch. Ich habe es da ganz anders gerechnet. Ich schaue jetzt aber nochmal her, dann steht da, jawohl, jetzt kommt man vor, bin ich da. 1 plus Epsilon U ist geschickter, minus Epsilon V1. Und jetzt setze ich das U ein. Jetzt erst, ich glaube, das ist viel geschickter. 1 plus Epsilon, weil wir den Faktor schon haben, dann steht da M1 aus der Impulserhaltung, nicht? Plus M2 V2 durch M1 plus M2. Und da steht minus Epsilon V1. Und wenn man das jetzt gemeinsam einen Nenner macht, dann sollte herauskommen V1 minus M2 durch M1 plus M2 mal Differenz der Geschwindigkeiten mal 1 plus Epsilon. Das ist im Grunde die Geschwindigkeit W1 des Stoßenden nach dem Stoß. Und ich schreibe nun gleich das W2 hin, das geht genauso. Die Geschwindigkeit nachher ist gleich der Geschwindigkeit vorher. Und der zweite ist ja der Gestoßene, der wird schneller. Der hat ja da Plus. Und die Ursache, dass er schneller wird, ist der M1. Den muss man oben hinschreiben. Sonst bleibt alles gleich, weil da sind dann wieder die Summe der Massen unten. Dann natürlich die Differenz der Geschwindigkeiten, die eine Rolle spielt. Wenn wir die gleiche Geschwindigkeit haben, haben sie keinen Stoß. Und das 1 plus Epsilon heißt, ja, wenn Epsilon 0 ist, dann habe ich eben nur ein, den S1. Und wenn Epsilon 1 ist, habe ich es eben doppelt. Also stark, nicht?
Das sind also die, das ist das Ziel, die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind auf diese Weise jetzt berechnet. Und zwar nennen wir den Einser. Der Körper 1 ist der Stoßende. Der wird schneller. Entschuldigung, ja. Der wird langsamer natürlich. Der stoßende Körper wird langsamer. Die Ursache dafür ist das M2. Ne? Und dadurch kommt im W1 das M2 oben vor. Während der Körper 2 ist der gestoßene. Also er wird langsamer und der andere wird schneller. Ursache, wenn man so will, M2, so kann man sich merken, dass da der M2 oben steht. Er wird schneller, Ursache M1. Darum steht dort. Im Grunde braucht man nur diese zwei Formeln dann wieder anzuwenden, nicht? Für den Stoß. Und jetzt gibt es da eine Beziehung zwischen W1 und W2. Aber wenn man da die Differenz bildet, wenn wir jetzt die Differenz W2 minus W1 bilden. Also wir nehmen die beiden Gleichungen und subtrahieren sie. W2 minus W1. Dann steht hier V2 minus V1. Plus, sage ich, plus, dann nehme ich den Faktor V1 minus V2, 1 plus Epsilon durch das ist der gemeinsame Faktor, den kann ich rausheben. W2, bei W2 steht oben noch der M1, minus W1, das wird aber jetzt ein Plus, M2. Also Differenz der Geschwindigkeiten nach dem Stoß, dann sehen Sie, dann fällt das heraus und es bleibt übrig, ich möchte es positiv haben, V1 minus V2, das kann ich herausheben, da steht 1 plus Epsilon minus 1, also bleibt hier Epsilon. Und man kann jetzt quasi die Stoßziffer Epsilon definieren als den Quotient der Geschwindigkeitsdifferenz nach dem Stoß zur Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß. Beide natürlich positiv, also Delta W zu Delta V. Das ist jetzt quasi die Stoßziffer. Und wenn man das so aufzeichnet, dass man sagt, hier beginnt der Stoß, da ist das Tm, da ist der Stoß zu Ende, dann am Anfang war da die Geschwindigkeit V1 und da die Geschwindigkeit V2 der beiden Massen, dann ist es so, dass die hier, der wird schneller und der wird langsamer. Und ich sollte dieses DE ein bisschen weiter hergeben. Ich nehme das DE so ein bisschen näher. Dann mache ich dadurch so und dadurch runter. Das ist die gemeinsame Geschwindigkeit. Dann habe ich da W2 und da W1. Und das ist die Geschwindigkeit U. Also das Verhältnis dieser beiden Differenzen ist das Epsilon, nicht? Delta W zu Delta V. Muss natürlich wieder kleiner als 1 sein. Beim plastischen Stoß mit Epsilon gleich 0 ist das Delta W 0. Nicht? Da bewegen sich die beiden
mit gleicher Geschwindigkeit dann weiter. Beim vollkommen elastischen ist offensichtlich so, dass die Differenzen dann dieselben sind, nicht? Mit Epsilon gleich 1. Heißt es, Delta W ist gleich Delta V. Das kann man daraus entnehmen. Beim vollkommen elastischen, ja, ist Epsilon gleich 1, beim vollkommen plastischen ist Epsilon gleich 0. Wichtige Frage ist noch die Energie. Wie schaut es aus mit der Energie vor dem Stoß, zur Energie nach dem Stoß? Also, oder so. Die kinetische Energie vor dem Stoß ist klar, das ist das T0, Summe der mv Quadrat und nachher Summe der mw Quadrat. Und wenn man das ausrechnet, da gibt es auch eine ziemlich lange Gleichung, aber die kinetische Energieverlust, da kann man sagen, Delta T ist gleich T1 minus T2 oder T vor dem Stoß zu T nach, dann heißt das M1 halbe V1 Quadrat minus W1 Quadrat. Und das ist das, was der 1er an Energie verliert. Und das ist das, was der 2er an Energie gewinnt, nicht? Weil der ja schneller wird. Das müsste. Plus m2 Quadrat, aber ich drehe es jetzt um, so, weil es da auch so vorher nicht habe, plus v2 Quadrat minus w2 Quadrat. Nur ist das ja w2 größer als v2, daher ist es negativ und tritt als sozusagen negativer Verlust auf, wird sozusagen ein Gewinn verkleinert, den Verlust. Nicht? D vorher ist v1 Quadrat plus v2 Quadrat. Und die nachher ist m1w1 Quadrat plus m2w2 Quadrat. Also ich habe es ein bisschen anders geschrieben. Und wenn man da das einsetzt, glaube ich, das. Das habe ich da auch recht trickreich gemacht und das muss man offensichtlich, damit man nicht gar so viel. Stellen Sie vor, Sie setzen jetzt da w1 dessen Ausdruck ein und quadrieren ihn noch, da werden Sie alt. Nicht? Das geht an sich nur mehr mit Mathematiker oder so. Aber wenn man es geschickt macht und diese Differenz der Quadrate in zwei Binomen, in zwei Faktoren zerlegt, glaube ich, dann geht das wesentlich einfacher. Dann steht da nämlich, ich habe da dieses 2 Delta T, glaube ich, geschrieben, damit wir den 2er rüber haben. M1 V1 minus W1 mal V1 plus W1, dann ist es A plus B mal A minus B, ne? Minus, oh Gott, das habe ich jetzt umgedreht, minus M2 W2 minus V2 mal W2 plus V2. Und nun ist ja dieser erste Faktor, M1, V1 minus W1, ist ja die gesamte Impulsänderung, nicht? Das, der M1. Das ist der Impuls vorher und das ist der Impuls nachher. Nicht? Er kommt mit V1 daher und fährt mit W1 weiter. Das ist seine gesamte Impulsänderung und die ist ja das S1 plus den S2. Und das ist also 1 plus Epsilon mal S1. Das ist die Impulsänderung des einen und W2 minus V2, oh Gott, M2 W2 minus V2.
Das ist genau die Gesamtimpulsänderung des zweiten. Der war, hat zuerst gehabt M2V2 und hat nachher M2W2. Also muss auch 1 plus Epsilon S1 sein. Also genau dasselbe Antrieb, der da ist. S1 in der ersten Phase, Epsilon S1 in der zweiten und beides beschleunigten. Denn wenn wir da zurückgehen, dann sehen Sie, in der ersten Phase hat er da das S1, das ihn hemmt, und dann noch das Epsilon S1. Also die gesamte Impulsänderung ist 1 plus Epsilon S1. Und genau das kriegt der zweite von V2 auf W2 beschleunigt als Antrieb dazu. Und daher kann man da auch sagen, das ist 1 plus Epsilon S1. Und beides positiv, weil ja W2 größer als V2 ist, also ich brauche da aufs Vorzeichen jetzt nicht zu achten. Und wenn man das da einsetzt, aha, ja, ich kann nichts machen, ich habe es da eingesetzt, das ist 1 plus Epsilon S1 kann ich dann rausheben, dann habe ich das da drinnen und da fällt dann scheinbar, warum das so ist, weiß ich jetzt auch nicht. In aller Regel ist es so, diese Stoßrechnungen im Endeffekt sind ja nur zwei Gleichungen, nicht? Aber dass man dorthin kommt, muss man recht trickreich herumrechnen. Also V1 steht da plus W1 und da steht minus V2 minus W2 minus W1. Und wieso habe ich das so geschrieben? Weil offensichtlich die Differenz. Das, ja, jetzt ist es. Wir haben doch früher gesagt, Epsilon ist Delta W zu Delta V. Also W2 minus W1 zu V1 minus V2. Sie sehen, ich habe also das herausgehoben und anders zusammengefasst, die V und die W zusammengefasst. V1 plus W1 minus W2 minus V2. Und das ersetze ich jetzt durch Epsilon mal V1 minus V2. Dann hebe ich V1 minus V2 heraus, dann steht da 1 plus Epsilon S1 V1 minus V2 mal 1 minus Epsilon. Der nächste Schritt ist 1 minus Epsilon Quadrat steht jetzt da. Dann steht V1 minus V2 und dann müsste ich das S1 einsetzen und für das S1 haben wir irgendwo was ausgerechnet. Das S1, wenn Sie da zurückschauen, das S1 war da M1 mal M2 durch M1 plus M2 mal V1 minus V2. Also da steht da ein Quadrat. Dann steht M1 mal M2 durch M1 plus M2. Das ist, jetzt wenn ich da noch ein halbes schreibe, glaube ich, dann kann ich vorne Delta T hinschreiben. Das ist eine, kein Mensch kennt so eine Formel, da rechnet man die Geschwindigkeit nicht aus und danach bildet man die Summen der Quadrate halt vorher und nachher. Aber es müsste sich zeigen, dass mit Epsilon gleich 1 das Delta T 0 ist, ne? Kein Energieverlust, während er mit Epsilon 0 natürlich zum Maximum wird, größter Energieverlust. Kein Verlust, vollkommen elastisch. Und dann gibt es für die zwei Grenzfälle natürlich ein bisschen einfachere Rechnung. Das gilt für beliebige Epsilon
im Grenzfall natürlich plastisch, maximaler Verlust. In Summe, natürlich ist es so, dass man jetzt sagen kann, ja, der eine Körper, was macht der eine? Das Delta für M1, nicht? Der M1 hat ein Delta D1, das ist das M1 halbe mal Geschwindigkeit vorher, da war sie größer, minus W1 Quadrat. Nicht? Das ist der Verlust. Während der M2 hat ein Delta D2, das ist ja M2 halbe, seine Geschwindigkeit ist nachher ja größer. Minus. Ihr müsst jetzt den Betrag nehmen, nicht? Das ist ja ein Gewinn an kinetischer Energie. Und trotzdem steckt da Deformationsarbeit drinnen, nicht? Weil er bleibende Verformung hat. Das heißt also, es muss ihm ja viel mehr Arbeit zugeführt worden sein, nicht? Weil die brauche ich dann zur Verformung und zur Erhöhung seiner kinetischen Energie. Aber wie sich das aufteilt, ist natürlich nicht zu sagen. Außer es sind zwei vollkommen frontaler Zusammenstoß zweier gleicher Fahrzeuge, da kann man dann nur, das ist 50-50 natürlich. Da kriegt jeder gleich viel. Ne? An Verformungsarbeit. Also was von Verformungsarbeit ist, das ist eigentlich, steht noch in den Sternen. Ja. Die beiden Extremfälle, nämlich vollkommen elastischer und vollkommen plastischer Stoß, kann man auch anders rechnen als mit diesen Gleichungen. Wenn man die Extremfälle nimmt, zum Beispiel Epsilon gleich 1, also vollkommen elastisch. Dann habe ich vor dem Stoß die Geschwindigkeiten V1 und V2. Die Massen M1, M2. Und ich kenne sowohl den Impuls als auch die Energie. Also vor dem Stoß heißt es T vor ist gleich M1 halbe V1 Quadrat plus M2 halbe V2 Quadrat. Und beim vollkommen elastischen Stoß muss das ja gleich sein dem T nach. Und das ist gleich M1 halbe W1 plus Quadrat plus M2 halbe W2 Quadrat. Das wäre der Energieerhaltungssatz. Wenn ich die Geschwindigkeiten nach dem Stoß hier mit W1 und mit W2 bezeichne. Und dazu kommt der Impulserhaltungssatz, der sowieso immer gilt. Also beim vollkommen elastischen Stoß habe ich noch die Energieerhaltung dazu. Die Impulserhaltung sagt, Impuls vor ist M1 V1 plus M2 V2 ist gleich W nach ist gleich M1 ist gleich als das M1 W1 plus M2 W2. Und das sind im Grunde zwei Gleichungen für die zwei Unbekannten W1 und W2. Also man kann da direkt W1, W2 ausrechnen.
aus dem Energieerhaltungssatz und aus dem Impulserhaltungssatz. Bei Epsilon gleich 0, beim vollkommen plastischen Stoß, weiß ich ja, dass die beiden Körper nach dem Stoß mit gleicher Geschwindigkeit sich bewegen. Und da genügt mir überhaupt eine einzige Gleichung, nicht? Nach dem Stoß ist die gemeinsame Geschwindigkeit U und das heißt, der Impulserhaltungssatz genügt. Es muss nämlich M1V1 plus M2V2 gleich sein M1 plus M2 mal U und damit ist die Geschwindigkeit U bekannt. M1V1 plus M, also für die vollkommen plastische Stoß ist in dem Fall natürlich das Einfachste, was man rechnen kann.